Moin, herzlich willkommen hier zur Donnerstagsausgabe Let's Play LS 17 Nordfriesische Marsch 4 von Map Version 1.6. Immer noch. Wird wohl auch noch ein bisschen dauern, denke ich mal. Bestimmt noch 2, 3, 4 Wochen. Ich weiß nicht, wann Dani die 1.7 plant. Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Wir kommen ja hier gut klar. Wir sind in den letzten Zügen des Häckselns, habe ich gestern schon gesagt. Nein, gestern habe ich gesagt, in den letzten Zügen der Ernte, oder? Die Ernte ist auch soweit abgeschlossen, bis auf. Bis aufs Häckseln. Da sind wir jetzt noch fleißig bei. Aber das ist auch nicht mehr viel, wie man hier in der Übersicht sehen kann. Feld 9 ist nur noch ein kleiner Streifen. Das ist soweit alles schön. So, was wir jetzt machen. Okay. Der hier. Wartet, die beiden stehen da. Sinnlos rum. Den müssen wir nachher zurückholen zum Hof. Der ist im Moment hier noch oben am Zuckerrübenfeld. Den brauchen wir da aber gar nicht. Ja, das ist der Class Lexion, den wir zum Maisdreschen genommen haben. Wen suche ich denn? Den da vorne suche ich. Wo ist er denn? Da. So. Der ist am Stroh sammeln. Wir haben auf Feld 2 noch jede Menge Stroh liegen. Hier auf Feld 20 liegen auch noch Reste. Feld 2. Silo. Völliger Quatsch. Natürlich nicht Feld 2. Ihr werdet es schon gesehen haben und wahrscheinlich sind die Kommentare jetzt schon voll. Das ist natürlich Feld 1. Absenken. Jetzt können wir uns nämlich hier den großen Berg, können wir uns auch von Hand schon mal aufladen. Ich weiß, dass unser Silo fast voll ist, das kriegen wir hier gar nicht alles rein, aber ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass wir es jetzt nicht einfach unterhäckseln. Sondern, dass wir es wenn dann zum Verkauf fahren. Dann mach mal. Wunderbar. Am Hof aufräumen müssen wir dann auch mal. Hier könnte ich eigentlich mal gucken, wie denn hier der Stand der Dinge ist. So produziert er nicht weiter. Weil keine Paletten mehr da sind. Kein Holz mehr da ist. Da glaube ich ja, dass da irgendwas mit den Einstellungen nicht stimmt. Das glaube ich ja schon recht fest. Wir haben Paletten. So nicht. Aber
brauchen auch jede Menge Paletten. Hier denn aus? Natürlich auch voll. Ne? So, das Sägewerk da oben kann gar nicht weiterarbeiten. Hier, der könnte weiterarbeiten. Ich glaube, dass der eine bessere Produktion oder bessere. Dahin stellen, wobei der hat ja nun wirklich keinen großen. Machen wir erstmal große Paletten damit. Bringen die dahin. Wenn ich da mal nur vier Stück mitnehmen kann. Als nix. Entschuldigung, falls das jetzt hier so ein bisschen laut war, musste eben mein Headset gerade rücken. Die nächsten gleich. Naja, wie gesagt, Produktion muss ich mich noch drum kümmern.
So, wir holen den nächsten. Zwei Stück fehlen dann noch. Da brauche ich jetzt dann noch nicht hinzufahren mit dem anderen. Aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema im Moment. Warum er da was stehen gelassen hat, ist er wahrscheinlich selber nicht. Seht, wir sind hier gleich durch. Unnötig, aber hey, für automatisch war das schon cool. Das ist doch geil, wir sind gleich fertig mit der Ernte. Das heißt, morgen können wir uns um die Produktion noch ein bisschen kümmern. Wir können uns überlegen, was wir denn alles ansehen müssen. Was wir brauchen, ob wir noch ein Feld kaufen und so weiter und so fort. Was ich jetzt erstmal mache, ist, ich schalte schon mal Fruchtwachstum aus. Speicher zwischendurch mal. Und staune. Oh. Entschuldigung, falls es gerade geklackert hat. Ich muss mein Headset gerade mal ausschalten. Ganz kurz. So. Oh, das sieht doch gut aus. Oder? Keine Gülle und kaum Mist. Ich glaube, hier muss ich mal ein ernstes Wörtchen reden. Nein, ein ernstes Wörtchen nicht. Hier muss ich mal was hinbringen. Übrigens cool. Nochmal danke, Fed, dass du hier wirklich Düngerproduktion woanders hingestellt hast. Mega Respekt. Sorry. Ich fahre hier erstmal weg, um hier Platz zu haben.
sind wir. Und ihn hier fahre ich mal zum Haupthof Mist holen. Dass wir hier ein bisschen... Da müsste es ja eigentlich einen Kurs geben. Das läuft schon. Wir schnappen uns jetzt mal ein paar Ballen. Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin. Ultima 1.5 wollte ich haben. Ultima 1.5. Motor an wäre vielleicht nicht schlecht. Vielleicht immer vorwärts fahren. Und ihr fragt euch, was macht er jetzt? Na, ganz einfach, ich hole mir ein paar Strohballen und packe die in die andere Ablage. In den anderen Stall. Sozusagen. Und warum? Damit beide Rinderställe vernünftig versorgt werden mit Strom. So, da müssen wir noch eben rum. Und was soll ich sagen? Wir haben Donnerstag und ich hatte eigentlich gehofft, dass jetzt das hier vorbei ist mit der Hexelei. Ich weiß es nicht. Ich muss gleich mal gucken. Also am Aufschieben ist er noch. Der eine Klaas hat 90% Hexelgut. Fehlt hier Kraftfutter. Oh, ist alles Stroh der Welt ist da. Das fehlt hier im anderen Stall. 132 Rinder. 197. Wow. Krass. Auch hier fehlt Kraftfutter. Ja, alles klar, müssen wir dann machen. Case Puma hat den Wartepunkt erreicht. Das gucken wir uns noch eben an. Und dann bedanke ich mich jetzt schon mal fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Kommentar, ein Like oder abonniert mich. Besucht mich bei Facebook, heißt FriesenJungen13. Kommt auf meiner Homepage, FriesenJungen13.de.
oder ja. Weiß man nicht, oder? Ich meine, jetzt nehme ich dir noch. Ja, werde ich jetzt nicht mehr erfahren. Habe ich jetzt auch keine Lust mehr zu, mich drum zu kümmern. Ich will jetzt wissen, wie es hier um meine Aufschütterei aussieht. Das ist, naja, ist nicht schön, aber selten. Und warum er jetzt nicht gefahren ist, weiß auch keiner, oder? Ja, ich hatte ja eigentlich gesagt, dass das in dieser Folge zu Ende sein wird. Morgen wird es zu Ende sein. Ich lasse ihn jetzt einfach im Off weiterlaufen, bis er dann zu Ende ist. Und ja, in diesem Sinn sage ich ciao und hoffentlich bis morgen.